Guten Morgen, ich lese Verbraucherzentrale NRW, ZDF, WISO, nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing und ich bin angekommen auf der Seite 112 im Kapitel verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Es geht um die Umsatzsteuer. Es ist das Umsatzsteuersystem vorgestellt worden. Es ging um von der Umsatzsteuer befreite Leistungen. Es ging um den vollen und den ermäßigten Umsatzsteuersatz. Und jetzt bin ich angekommen bei Umsatzsteuer bei Geschäften mit dem Ausland. Ich stelle wieder die Eieruhr, damit das Ganze nicht länger als 30 Minuten dauert. Und dann fange ich an. Umsatzsteuer bei Geschäften mit dem Ausland. Export und Import sind längst nicht mehr allein eine Domäne der mittelgroßen und großen Unternehmen. Auch für Freiberufler und sogar für den nebenberuflich Selbstständigen hat sich der Markt in gewisser Weise globalisiert. Wenn Sie in Ihrem Online-Shop eine Bestellung aus dem wenn in Ihrem Online-Shop eine Bestellung aus dem Ausland eintrudelt oder Sie für einen Hersteller aus Italien Produkttexte übersetzen, sind Sie ebenso mittendrin im Im- und Exportgeschäft wie derjenige, der auf nebenberuflicher Basis Kunsthandwerk von Freunden aus Marokko auf eBay verkauft. Beginnen wir mit den Importgeschäften, bei denen in aller Regel Einfuhrumsatzsteuer fällig wird, sofern die Waren aus Ländern eingeführt werden, die nicht zur EU zählen. Der Steuersatz entspricht der normalen Umsatzsteuer inklusive des ermäßigten Satzes für bestimmte Waren und wird direkt bei der Einfuhr vom Zollamt kassiert. Berechnungsbasis für die Einfuhrumsatzsteuer ist der Warenwert plus eventuell anfallende Zölle und Verbrauchssteuern. Die Höhe des Zolls richtet sich nach der Art der eingeführten Waren. So werden beispielsweise für T-Shirts 12% und für DVDs 3,5% Einfuhrzoll kassiert. Verbrauchssteuern beziehen sich in aller Regel auf Genussmittel wie Tabakwaren oder alkoholische Getränke und werden nicht auf Basis des Kaufpreises, sondern anhand der Menge berechnet. Bei Geschäften innerhalb der EU gibt es ein vereinfachtes Verfahren, wenn beide Geschäftspartner über eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, abgekürzt Umsatzsteuer-ID, verfügen. Diese Nummer können Sie beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn beantragen, sofern Sie beim Finanzamt als umsatzsteuerpflichtig gemeldet sind. Wenn dies der Fall ist, können die Rechnungen ohne Umsatzsteuer ausgestellt werden. Und der Rechnungsempfänger führt die Steuer im Rahmen seiner Umsatzsteuererklärung ab. Umgekehrt stellt sich natürlich die Frage, wie es sich mit der Umsatzsteuer beim Verkauf von Waren oder Leistungen ins Ausland verhält. Wenn Sie in Länder außerhalb der EU liefern, dann sind die Lieferungen generell von der Umsatzsteuer befreit und der Empfänger muss in seinem Land die entsprechende Einfuhrumsatzsteuer entrichten. Beim Verkauf von Waren innerhalb der EU kommt es darauf an, ob Sie an Unternehmen oder Privatpersonen verkaufen. Wenn Sie an ein Unternehmen verkaufen und beide Geschäftspartner eine Umsatzsteuer-ID haben, dann brauchen Sie keine Umsatzsteuer auszuweisen. Verkaufen Sie an Privatpersonen in einem anderen EU-Land, dann müssen Sie auf Ihrer Rechnung, wie beim Verkauf im Inland,
die Umsatzsteuer ausweisen und ans Finanzamt abführen. Während es im Warenverkehr vergleichsweise klare Regelungen gibt, kann es bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen knifflig werden. Dazu ein paar Beispiele. Sie verkaufen als freier Journalist die Abdruckrechte für einen Artikel an eine Tageszeitung in die Schweiz. Sie betreiben eine Website, die Sie mit Werbeeinblendungen von Google finanzieren. Die Abrechnung der Werbeeinnahmen erfolgt in den USA. Im Falle von Google-Werbeeinnahmen oder Einnahmen aus ausländischen Fotodatenbanken wird regelmäßig unterstellt, dass sich der Leistungsstandort dort befindet, wo das Unternehmen seinen Server betreibt, also im Ausland. Sie haben die Fotografie als zweites Standbein entdeckt und bieten Ihre Bilder über eine internationale Fotoagentur an, die in den USA beheimatet ist und von dort aus Ihre Abrechnung versendet. Sie sind als studentischer IT-Freelancer für ein paar Tage bei einem Unternehmen in der Türkei tätig, um dort die Installation neuer Software zu betreuen. Entscheidend ist, ob sich der steuerlich relevante Leistungsort im Ausland, im Inland oder im Ausland befindet. Befindet sich der Leistungsort im Inland, dann müssen Sie Umsatzsteuer für Ihre Leistungen abführen. Befindet sich der Leistungsort im Ausland, dann stellen Sie eine Rechnung ohne Umsatzsteuer und es ist Sache des Leistungsempfängers, sich um die Umsatzsteuer zu kümmern. Oh, das ist wichtig bei YouTube-Videos. So, ich unterstreiche das mal gerade. Stellen Sie eine Rechnung ohne Umsatzsteuer und es ist Sache des Leistungsempfängers, sich um die Umsatzsteuer zu kümmern. Sie betreiben eine Webseite, die Sie mit Werbeeinblendungen von Google finanzieren. Die Abrechnung der Werbeeinnahmen erfolgt aus den USA. Im Falle von Google-Werbeeinnahmen oder Einnahmen aus ausländischen Fotodatenbanken wird regelmäßig unterstellt, dass sich der Leistungsstandort dort befindet, wo das Unternehmen seinen Server betreibt, also im Ausland. Bei YouTube-Videos ist es so, dass die Server im Ausland sind. Kann ich mich drauf berufen? Muss ich keine Umsatzsteuer zahlen oder anmelden?
Vorteilhaft ist für Sie folglich immer dann, vorteilhaft ist es für Sie folglich immer dann, wenn die Leistung im Ausland, wenn der Leistungsort im Ausland liegt. Dies erkennt das Finanzamt in der Regel bei den sogenannten Katalogleistungen an. Dazu zählen beispielsweise Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation sowie Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen. Werbeleistungen sowie Leistungen, die der Öffentlichkeitsarbeit dienen. Werbungsmittler, Werbeagenturen. So. Im Grunde genommen erbringe ich Werbeleistungen, weil ich hier ein Video produziere, in das hinterher Werbung eingeblendet wird oder der Webseite wird dazu Werbung veröffentlicht. Rechtliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche, technische und ähnliche Beratungsleistungen. Ja, es ist ein Beratungsbuch. Trifft auch schon wieder zu. Ich unterstreiche das hier alles mal. Kann ich mich drauf berufen? Verbraucherzentrale wird öffentlich gefördert. Das ist schon eine relativ starke Rechtsquelle. Das Ding hat auch eine ISBN-Nummer, das ist ganz wichtig bei sowas, dass man darauf achtet, dass es wirklich ein Buch ist, was veröffentlicht wurde. So, Datenverarbeitungsleistungen erbringe ich nicht. Leistungen zur Überlassung von Informationen, einschließlich gewerblicher Verfahren und Erfahrungen. Hierzu gehören auch die Überlassung von Software auf elektronischem Weg, nicht aber der Versand einer Daten-CD. Es ist auch eine Leistung zur Überlassung von Informationen. Ja. Stimmt auch wieder. Ich kriege gerade gute Laune. Allerdings gibt es immer wieder auch strittige Fälle und wenn das Finanzamt im Rahmen einer Allerdings gibt es immer wieder auch strittige Fälle, wenn das Finanzamt im Rahmen einer Betriebsprüfung nachträglich den Leistungsort vom Ausland ins Inland verlegt, wird es für Sie teuer. Dann nämlich müssen Sie auf alle betroffenen Leistungen rückwirkend Umsatzsteuer abführen. Weil Sie dies in aller Regel dem Kunden nicht einfach hinterher in Rechnung stellen können, entstehen daraus herbe Verluste.
den Steuerberater fragen, wenn Sie Geschäfte mit ausländischen Partnern machen, sollten Sie gleich zu Beginn einen Steuerberater konsultieren, um vor allem auch die Frage des Leistungsorts rechtssicher beantwortet zu bekommen. Damit vermeiden Sie das Risiko teurer Umsatzsteuernachzahlungen. Umsatzsteuerwahlrecht für Kleinunternehmer. Allerdings gibt es immer wieder auch strittige Fälle. Ach, da bin ich so. Umsatzsteuerwahlrecht für Kleinunternehmer. Hierzu gibt es ein Urteil. Allerdings vom Finanzgericht Baden-Württemberg. Bei baden-württembergischen Urteilen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Urteil, dass Sie beim Überschreiten der Kleinunternehmergrenze umsatzsteuerpflichtig werden, sollten Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ende 2010 verurteilte das Finanzgericht Baden-Württemberg ein Rentner-Ehepaar zur Nachzahlung von gut 11.000 Euro Umsatzsteuer, weil die beiden Ruheständler innerhalb von 2,5 Jahren Spielwaren im Wert von mehr als 80.000 Euro über eBay verkauft hatten. Dies sei nicht mehr den privaten Gelegenheitsverkäufern zuzuordnen, sondern stellt eine gewerbliche Handelstätigkeit oberhalb der Kleinunternehmergrenze dar, so die Begründung der Finanzrichter. Finanzgericht Baden-Württemberg über vom bla 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 bla. So. Interessiert mich nicht, ich verkaufe keine Spielwaren über eBay. So. Und ich wäre vorsichtig mit solchen Urteilen. Es gibt einen Hinweis, dass es da ein Problem geben kann. Man sollte vor Gericht niemals Urteile anführen, um sich zu entlasten. Das würde ich damit ausdrücken. Umsatzsteuerwahlrecht für Kleinunternehmer. Für Selbstständige gibt es drei Möglichkeiten. Sie können von der Umsatzsteuer befreit sein, ein Wahlrechtsoption haben oder umsatzsteuerpflichtig sein. Was auf Sie zutrifft, hängt sowohl von Ihrer Branche als auch von Ihrem Umsatz ab. Wie schon erwähnt, sind unter anderem Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparvertreter, Versicherungsmakler oder aus einer heilberuflichen Tätigkeit wie Arzt, Hebamme oder Physiotherapeut grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit.
Umsatzsteuerpflichtig sind die meisten Tätigkeiten des Gewerbetreibenden oder Freiberuflers. Handwerk, Handel, Produktion von Waren sowie die meisten Dienstleistungen. Für oder gegen die Umsatzsteuer können Sie sich hingegen entscheiden, wenn Sie eigentlich umsatzsteuerpflichtig sind, aber zu den Kleinunternehmern zählen. Unter dieses Wahlrecht fallen laut Beschluss 19 des Umsatzsteuergesetzes Unternehmen, deren Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr weniger als 17.500 Euro und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro beträgt. Auf Wunsch können Sie sich entweder von der Umsatzsteuer befreien lassen oder auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung verzichten. Dies müssen Sie dann dem Finanzamt mitteilen und die Erklärung bindet Sie 5 Kalenderjahre. Als Kleinunternehmer sollten Sie bedenken, die Umsatzsteuerbefreiung ist immer dann interessant, wenn Sie überwiegend private Kunden haben. Diese können nämlich gezahlte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer geltend machen und sind froh, wenn die Rechnung ohne Umsatzsteuer günstiger wird. Haben Sie hingegen vor allem umsatzsteuerpflichtige Unternehmen als Kunden, wirkt sich eine Steuerbefreiung für diese nicht aus. Beim Verzicht auf die Umsatzsteuer können Sie selbst jedoch beim Kauf Ihrer Betriebsmittel auch keine Vorsteuer mehr steuermindernd geltend machen. Damit verschenken Sie bares Geld, denn Ihre Umsatzsteuer können Ihre Kunden wiederum als Vorsteuer abziehen, sodass es aus Sicht Ihrer Kunden faktisch keinen Unterschied zwischen Brutto und Netto gibt. Tipp: Umsatzsteuer kann sich lohnen. Wenn der Großteil Ihrer Kunden umsatzsteuerpflichtig ist, sollten Sie sich als Kleinunternehmer für die Vorteile des mit Umsatzsteuer verbundenen Vorsteuerabzugs entscheiden. So. Obwohl es gleich klingeln wird, werde ich das hier noch beenden. So. Und dann geht es weiter mit dem Abschnitt, die Umsatzsteuervoranmeldung und Erklärung unter verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Ich werde aber mich erst aufmachen Richtung Schreibtisch. So, vielleicht komme ich da heute Nachmittag zu, am späten Nachmittag, oder ich mache heute Abend weiter, oder ich bin schnell am Schreibtisch fertig. Wer weiß, wer weiß. So. In dem Abschnitt gibt es ein Zitat einer Steuerberaterin. Genaue Regeln für die erste Zeit. In dem Jahr, in dem Sie Ihre unternehmerische Tätigkeit aufnehmen, so wie im darauffolgenden Jahr, besteht nach Beschluss 18 Absatz 2 Satz 4 Umsatzsteuergesetz die Pflicht zur monatlichen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung. Erst danach greift die Regelung nach Beschluss 18 Absatz 2 Satz 1 Umsatzsteuergesetz, dass je nach Jahresaufkommen die Umsatzsteuer quartalsweise oder monatlich zu melden ist. Entweder reichen Sie die Meldung selbst über das Dienstleistungsportal der Finanzverwaltung Elster Online ein oder Sie wenden sich an einen steuerlichen Berater. Gerade beim ersten Mal ist das zu empfehlen, denn es gibt einige Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind. So.
Differenzbesteuerung, Vorteil für Gebrauchswarenhändler. Viele Nebenjobunternehmer haben ein Geschäftsmodell rausgemacht, bei Privatleuten gebrauchte Waren oder Sammlerstücke zu kaufen und diese über Online-Auktionsplattformen oder auf Flohmärkten zu verkaufen. Wenn der Ertrag daraus so groß ist, dass man umsatzsteuerpflichtig wird, entsteht zunächst einmal ein gravierender Nachteil. Weil die Waren überwiegend von Privatleuten gekauft werden, die keine Umsatzsteuer ausweisen, müsste eigentlich der Händler auf den umsatzsteuerfreien Einkaufspreis die volle Umsatzsteuer entrichten. Um diese Benachteiligung zu vermeiden, gibt es im Umsatzsteuergesetz Beschluss 25a, der im Branchenjargon zuweilen auch als Höckerparagraf bezeichnet wird. Darin wird sinngemäß festgelegt, wer nachweislich gebrauchte Waren von Privatleuten oder umsatzsteuerbefreiten Organisationen kauft und diese weiterveräußert, muss nur für die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis Umsatzsteuer abführen. Das bringt einen gewaltigen steuerlichen Vorteil, wie die Vergleichsrechnung unten zeigt. Und dann gibt es hier so eine Vergleichsrechnung. Ist aber, glaube ich, klar, was gemeint ist. Wenn Sie dieses Verfahren nutzen, dann müssen Sie auf der Rechnung darauf hinweisen, dass Sie die Differenzbesteuerung anwenden. Der Umsatzsteuerbetrag darf als solcher jedoch nicht ausgewiesen werden. Damit kann ein Unternehmenskunde die enthaltene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen. Weil jedoch die Kunden bei solchen Geschäften überwiegend Privatleute sind, fällt dieser Nachteil kaum ins Gewicht. Tipp: Vorsteuerabzug trotz Differenzbesteuerung. Auch bei der Differenzbesteuerung ist der volle Vorsteuerabzug für betriebliche Anschaffungen wie beispielsweise Büromaterial möglich. Sie müssen jedoch eindeutig dokumentieren, wo die Differenzbesteuerung angewandt wird und wo nicht. So, das war's. Ich höre erstmal für heute Morgen auf und bewege mich Richtung Schreibtisch bei meinen Eltern.